Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich möchte behaupten, dieser Etat des Bundesinnenministeriums, den wir heute abschließend behandeln, ist mit Fug und Recht ein großer Erfolg. Er ist ein großer Erfolg der Bundesregierung und er ist ein großer Erfolg der Großen Koalition. Und der Erfolg hat natürlich immer viele Väter. Und ich möchte aber schon betonen, er ist insbesondere ein Erfolg unseres Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, ganz herzlich dafür danken. Dieser Etat, den wir heute abschließend beraten, ist einzigartig in der bundesrepublikanischen Geschichte. Wir haben allein, wenn man mal diese Legislaturperiode sich vor Augen führt, einen Aufwuchs im Einzelplan 06, im Einzelplan des Bundesinnenministeriums von sage und schreibe 53%. Von knapp 6 Milliarden im Jahr 2014 auf jetzt knapp 9 Milliarden im Jahr 2017. Es sind allein in diesen 4 Jahren 13.000 zusätzliche Stellen im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums geschaffen worden. Es werden zwischen 2015 und 2020 7.500 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen, 1.300 zusätzliche Stellen beim Bundeskriminalamt. Und für 2018 bis 2020 gibt es bereits heute weitere klare Zusagen, dass 4.000 zusätzliche Stellen im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums etabliert werden. Das kann sich wirklich sehen lassen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass dieser deutliche finanzielle Aufwuchs und auch Stellenaufwuchs in den Sicherheitsbehörden insbesondere auf ein nachdrückliches, nachhaltiges und langfristiges Wirken und Drängen der CDU-CSU-Fraktion zustande kommt. Es waren wir, die nicht erst seit Kurzem, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von den Linken, sich für eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Sicherheitsbehörden eingesetzt haben, sondern wir haben über Jahre hinweg nachhaltig dies gefordert. Und jetzt, glaube ich, kann sich dieser Erfolg auch wirklich sehen lassen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den Linken und von den Grünen, Sie haben noch vor 2 oder 3 Jahren, wenn es um die Sicherheitsbehörden ging, vom Repressionsapparat gesprochen. Sie haben noch davon gesprochen, dass hier ein Überwachungsstaat geschaffen wird. Jetzt mittlerweile sind Sie auch kleinmütig geworden und haben zugegeben und geben zu, dass wir eine bessere personelle Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden dringend benötigen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, diese deutliche bessere finanzielle und sachliche Ausstattung der Sicherheitsbehörden ist aber natürlich auch den gestiegenen Herausforderungen geschuldet. Und ich möchte auch ausdrücklich betonen, dass wir in den letzten 2 Jahren eine weitgehende gesetzgeberische Tätigkeit an den Tag gelegt haben, was insbesondere auch die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus anbelangt. Wir haben die Auslandsreise zu terroristischen Zwecken stärker unter Strafe gestellt. Wir haben die Regelungen zur Terrorismusfinanzierung verschärft. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass ausreisewilligen Dschihadisten der Personalausweis sowie der Reisepass entzogen werden kann. Wir haben die Verfassungsschutzbehörden in die Lage versetzt, besser zu kooperieren, auch zwischen dem Bund und den Ländern. Wir haben endlich auch zumindest den Fuß wieder in der Tür, was die Wiedereinführung der Mindestspeicherfristen anbelangt. Wir haben das Terrorismusbekämpfungsgesetz verlängert und wir haben kurz vor dieser Sommerpause ein Antiterrorpaket verabschiedet, das insbesondere auch zum Gegenstand hat, dass in Zukunft auch die Bezieher von Prepaid-Handykarten sich registrieren lassen müssen. All das waren richtige, sachgerechte Maßnahmen, die insbesondere auf Drängen der CDU-CSU ins Werk gesetzt wurden. Ich möchte aber auch betonen, dass insbesondere auch konsequentes und entschiedenes Handeln auf Ebene der Exekutive wichtig ist und auch stattgefunden hat. Und ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, ausdrücklich dafür danken, dass Sie heute vor einer Woche eine islamistische Organisation verboten haben, die wahre Religion, die über Jahre hinweg ihr Unwesen in Deutschland getrieben hat. Und es gab ja jetzt dann durchaus manche, die etwas naseweis behauptet haben, ja, warum wird diese Organisation erst jetzt verboten? Denen möchte ich auch mal deutlich ins Stammbuch schreiben, es ist nicht so einfach, auch in verschiedenen Bundesländern die substanzielle Grundlage dafür vorzunehmen, dass man in knapp 200 Liegenschaften Hausdurchsuchungen durchführt, dass man ein Verbot ausspricht, das dann auch gerichtsfest ist. Und ich möchte insbesondere Ihnen, Herr Bundesinnenminister, aber auch den beteiligten Mitarbeitern im Haus des Innenministeriums, aber auch darüber hinaus ganz herzlich dafür danken, dass es gelungen ist, diese Organisation jetzt zu verbieten. Ich möchte auch noch mal in Erinnerung rufen, allein 140 Dschihadisten
von den knapp 880, die bislang in den Dschihad nach Syrien oder in den Nordirak ausgereist sind, hatten Kontakt zu dieser Organisation, die wahre Religion. Diese Organisation hat über die letzten Jahre hinweg knapp 2000 Hassbotschaften im Internet verbreitet. Diese Hassbotschaften sind über 15 Millionen Mal aufgerufen worden und 35.000 Personen haben diese Hassbotschaften auch abonniert. Ich sage dies auch deshalb hier ausdrücklich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass allein diese Zahlen eindeutig belegen, dass es sinnvoll wäre, die Sympathiewerbung für terroristische Organisationen wieder unter Strafe zu stellen. Das, was schon bis 2002 im deutschen Strafgesetzbuch der Fall war, was unter Rot-Grün abgeschafft wurde, gehört entsprechend wieder eingeführt. Und ich möchte auch ausdrücklich betonen, dass ich kein Verständnis habe für die Äußerungen der Staatsministerin Özus, die dann am Tag nach den Hausdurchsuchungen etwas relativierend ausgeführt hat, dass man doch mehr Augenmaß an den Tag legen müsse mit Islamisten. Dafür habe ich kein Verständnis, das ist Hanebüchen und davon muss man sich auch wesentlich deutlicher und wesentlich eindeutiger distanzieren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die deutlichen Stellenmehrungen und auch finanziellen Verbesserungen beim THW sind schon ausdrücklich erwähnt worden. Ich möchte auch hier betonen, das THW ist dankbar und das THW ist zufrieden mit dem, was jetzt im Haushalt 2017 geschaffen wird. Um vielleicht auch nur noch mal in Erinnerung zu rufen, allein im Jahr 2015 haben knapp 80.000 ehrenamtliche THW-Helferinnen und THW-Helfer mit Verzicht auf ihre Familien, mit Verzicht auf Freizeit 1,3 Millionen Einsatzstunden in der Flüchtlingshilfe geleistet. Allein in diesem Jahr über 600.000. Und in der sehr schwerwiegenden Hochwasserkatastrophe im Frühjahr diesen Jahres haben über 11.000 Einsatzkräfte des THWs ca. 139.000 Einsatzstunden geleistet. An 355 Einsatzorten. Es waren 310 Ortsverbände, also knapp die Hälfte aller Ortsverbände des THWs im Hochwassereinsatz im Frühjahr diesen Jahres. Es sind beispielsweise 5,5 Millionen Liter Frischwasser, Trinkwasser produziert worden. Also wer glaubt, Trinkwasseraufbereitung ist nur etwas für Schwellenländer oder für Entwicklungsländer, der irrt kolossal. Trinkwasseraufbereitung und die dafür erforderlichen technischen Anlagen sind auch im Inland dringendst erforderlich. Zum Beispiel sind in der Stadt Simbach über zwei Wochen hinweg die Menschen ausschließlich mit der Trinkwasseraufbereitungsanlage des THWs versorgt worden. Und ich sage dies deshalb auch hier so ausdrücklich und auch so ausführlich, weil dies aus meiner Sicht auch in besonderer Weise zeigt, dass es richtig war, dass wir ein Fahrzeugbeschaffungsprogramm für das THW auf die Beine stellen mit einem Volumen von 100 Millionen Euro, dass es zu 170 zusätzlichen Stellen im THW kommt, zu 150 Stellenhebungen und dass in Zukunft weitere 3,2 Millionen Euro für die Helfergewinnung und die Helferbindung zur Verfügung stehen. Das kann sich wirklich aus meiner Sicht sehen lassen und dafür sagt das THW Danke. Das ist aber auch das klare Signal, dass der Deutsche Bundestag, dass insbesondere die Regierungskoalition es ausdrücklich zu schätzen weiß, was hier Tausende von Ehrenamtlichen tagtäglich in Deutschland leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Abschluss nur noch mal ein kurzes Wort zur Sportförderung. Das Sportförderkonzept des Bundesinnenministeriums ist richtig, es ist sachgerecht. Ich bin auch der festen Überzeugung, man kann durchaus mit den vorhandenen Mitteln noch mehr Leistungen bewirken. Ich sage aber auch abschließend noch deutlich dazu, wenn der DOSB in seiner Mitgliederversammlung Anfang Dezember dieses Jahres in Magdeburg dieses Sportförderkonzept billigt und unterstützt, dann bedarf es aus meiner Sicht dann auch spätestens im Haushalt 2018 weiterer Mittel, um dieses Sportförderkonzept tatsächlich auch umzusetzen und entsprechend auch vor Ort die entsprechenden Umstellungen und auch Transferleistungen zu bewirken. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich muss noch mal darauf aufmerksam machen, wenn Sie in einer Weise die Zeit überziehen, dann gibt es hier eine Verabredung, nämlich dass das auf Kosten der Ihnen nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion geschieht. Ich bin da nicht frei in der Durchsetzung dieser Dinge. Also das bitte an alle Fraktionen noch mal und ich bitte darum, sich jetzt auch weiter daran zu halten. Das Wort hat die Kollegin Michaela Engelmeier für die SPD-Fraktion.